Tag der offenen Baustelle am Albabstiegtunnel. Gelegenheit, bei Dornstadt einen Blick in den Tunnel zu werfen. Mit dem Tunnel wird der Abstieg von der Albhochfläche ins Donautal bewältigt. Er verbindet die Albhochfläche mit dem Ulmer Hauptbahnhof. Im knapp 6 Kilometer langen Albabstiegstunnel führt die unterirdische Strecke südwestlich an Leer vorbei, unterfährt das Leerer Tal und erreicht die Gleisanlagen des Ulmer Hauptbahnhofs hinter dem Lokschuppen des heutigen Bahnbetriebswerks. Am 23. Juni 2014 folgte der feierliche Tunnelanschlag. Tunnelpatin des Albabstiegtunnels ist Baden-Württembergs First Lady Gerlinde Kretschmann, die Frau des grünen Ministerpräsidenten. Aktuell ist der Südvortrieb vom Portal Dornstadt in Richtung Ulm bei 1013 Metern in der Weströhre und 950 Metern in der Oströhre. Bis zum kommenden Frühjahr soll der Durchschlag zum Gegenvortrieb am Zwischenangriff im Lehrertal erfolgen. Während des Abstiegs von 565 Höhenmetern auf rund 480 Meter werden zukünftig die Züge von 250 auf 100 Stundenkilometer bei der Bahnhofseinfahrt herunterbremsen, beziehungsweise nach dem Halt am Ulmer Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart zu ihrer Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Eingesetzt wird die sogenannte neue österreichische Tunnelbaumethode. Hydraulikbagger treiben den Tunnel in weichen Gebirgsschichten voran. In massiven Gesteinsschichten muss gesprengt werden. Sofort nach einem Vortrieb wird der ausgebrochene Bereich mit Stahlbögen und Baustahlmatten ausgekleidet und anschließend mit Spritzbeton gesichert. Ziel ist es, die Eigentragfähigkeit des Gebirges zu erhalten und Setzungen zu verhindern. Ein Mineur formulierte es so: Wir bauen den Tunnel durch den Berg, bevor es der Berg merkt. Auch die anfänglichen Befürchtungen, auf große Karsthöhlen zu treffen, ist bisher nicht eingetreten. Den mit Spritzbeton ausgegossenen Tunnel konnte man am Sonntag besichtigen. Später kommt auf den Spritzbeton eine wasserableitende Kunststoffschicht und darunter die endgültige Tunnelwand aus Beton. Der Tunnel erhält eine feste Fahrbahn, die auch für Straßenfahrzeuge befahrbar sein wird, sodass im Bedarfsfall Rettungsfahrzeuge schnell und unkompliziert zu einem Unfallort gelangen können.